Im Paraskilanglauf gibt es drei Startklassen. Das sind die Schlittenfahrer, das sind die Sehbehinderten und das sind die Athletinnen und Athleten, die eine Behinderung haben am Arm oder am Bein. Und die heißen die Steher, nennt man die. In jeder dieser drei Klassen gibt es noch Untergruppierungen, das sind die sogenannten Sportklassen. Jemand, der eine etwas stärkere Einschränkung hat, dessen Uhr läuft langsamer, die bei einem Sportler, der eine geringere Einschränkung hat, und zum Schluss gewinnt der, dessen Zeit die geringste ist. Der Skischlitten, der muss natürlich dann auch wunderbar auf einen passen, wie ein guter Turnschuh. Muss der auch beim Laufen halt gut passen, dass da nichts verrutscht wird. Man muss da immer schauen, dass man nach seinen Anforderungen oder nach seinen Möglichkeiten, sage ich jetzt mal mit seiner Behinderung, einen Stockschub findet, wo man effizient nach vorne kommt und sich die Kraft nach vorne in Vortrieb verwandelt. Auf der Ebene und in den Kurven, da habe ich so meine Schwierigkeiten. Da sind die weniger Behinderten schon im Vorteil. Die fahren dann teilweise auf einem Ski um die Kurve. Da heule ich heute noch, wenn ich das sehe, weil ich es auch gern könnte. Also das finde ich wirklich immer noch beeindruckend. In der Stadtklasse der Sehbehinderten ist natürlich die Besonderheit, dass immer zwei Leute dazugehören. Das heißt der Begleitläufer und der Athlet oder die Athletin. Und da ist natürlich die Kommunikation das A und O. Wie man sieht, habe ich hier so ein komisches Teil am Mund. Wir benutzen technische Hilfsmittel, also ich habe einen Lautsprecher auf meinem Rücken. Hopp heißt erstmal einfach nur geradeaus laufen, das sagt er ständig und wiederholt das auch immer. Und dann gibt es Kommandos für die Kurven, rechts und links. Und auf die rechte Seite geht es nach der Uhrzeit 1, 2 und 3, je nachdem wie steil die Kurve ist. Nach links wäre es dann 11, 10 und 9. Für mich als Einarmfahrer ist das größte Problem immer die Schulterbewegung, ja. Das heißt, wer selber schon mal auf Ski stand, weiß genau, okay, wenn ich jetzt die Schulter nach vorne nehme, dann fahre ich automatisch eine Kurve. Und als Einarmer ist es ganz wichtig, eine gute Rumpfstabilität zu haben, dass man eine gute Bauchmuskulatur hat, um hier nicht in so ein Ungleichgewicht zu kommen und dadurch dann auch ja, einfach aus der Gleitphase frühzeitig abbrechen zu müssen.